Wer von euch hat schon Erfahrung mit Mars? Ah, das ist ja cool, dann kann ich den Teil rauslassen, würde ich fast sagen. Wer von euch benutzt den Export? Wer von euch verändert den Export danach? Okay, das wollen wir nicht. Und ich wollte euch jetzt zeigen, wie ich empfehlen würde, mit Mars zu arbeiten und wie ich mir das quasi vorgestellt habe im Zusammenhang mit dem Export. Dazu brauchen wir einmal die Extension Mask. Die kann man sich aus dem Teer runterladen. Einfach installieren. Die bringt dann so ein neues Backend-Modul hier drüben auf der linken Seite mit. Und weil wir das Ganze nicht in einem Livestream haben wollen, sondern unsere Inhaltselemente in eine eigene Extension packen wollen, installieren wir dazu Mask Export. Den gibt es auch im Teer und die kann man zusammen installieren. Und wie von Zauberhand integriert sich der Export in das Mask-Modul als neues drittes Tab ganz hinten. Wie ihr seht, ich starte hier gerade mit einem komplett leeren System, das heißt, ich habe noch kein Inhaltselement angelegt. Meine Mask-JSON ist komplett leer, beziehungsweise momentan gar nicht da. Sie wird dann angelegt, wenn ich mit dem System arbeite. Die Mask-JSON ist für Mask ganz wichtig. Das darin speichert das dann eure angelegte Konfiguration. Das heißt, es ist ein bisschen wie die Extension-Builder-YAML-Datei, wo dann die ganze Konfiguration heraus wiederhergestellt und im Backend angezeigt werden kann. Bevor wir hier anfangen, uns das anzulegen, will ich euch noch zwei Sachen zeigen. Das ist einmal im Mask selber. Muss man ein paar Sachen wissen, die man einstellen kann und sollte. Das erste ist halt, wo liegt diese Mask-JSON? Das liegt standardmäßig unter typo3.conf/mask.json. Das kann man aber ändern und das kann man auch auf dem Extension-Pfad ändern. Also ihr könnt da zum Beispiel auch typo3.conf.x eure tolle Extension, euer Zeit-Package zum Beispiel und dann unter configuration-mask.json packen, sodass man diese Konfiguration auch versionieren kann. Zum Zweiten gibt es so ein paar Ordner, die Mask braucht, um so Template-Zeug selber generieren zu können. Das kann man sowohl fürs Frontend anlegen, als auch für Backend. Das Schöne, was Mask selber halt mitbringt, ist, ihr könnt eure angelegten Content-Elemente auch backendseitig mit Fluid-Templates designen. Also ihr könnt dann selber entscheiden, welche Felder werden angezeigt, welche Inhalte sollen angezeigt werden. Wie sollen Vorschaubilder generiert werden, welche Größe sollen die haben. Also ihr könnt da halt durch Fluid-Templates wirklich eure Inhaltselemente nicht nur im Frontend schön und zugänglich machen, sondern auch im Backend gut für die Redakteure designen, sag ich mal. Genau, das sind so die Basics von Mask, die man vorab einfach mal durchgucken und einstellen sollte. Und dann gibt es noch die Einstellungen vom Export. Und da ist relativ neu eine Konfiguration, die eure aktuelle Mask-JSON in den Export mit integriert, was dann halt ganz cool ist, weil ihr habt die nicht irgendwo liegen, sondern zusammen in eurer exportierten Extension. Und es gibt zwei Experimente-Funktionen, die man anschalten kann. Ich habe sie Experimente genannt, weil ich nicht weiß, wie oft sie kaputt gehen werden von Typo3-Version zu Typo3-Version. Und deswegen einfach Experimente. Das ist einmal eben auch dieses Backend-Preview-Template, was ich gerade gesagt habe, was Mask kann, das bringt der Export dann auch mit, wenn man das gerne möchte. Und wir werden gleich sehen, ihr habt in Mask selber die Möglichkeit, Icons für eure Inhaltselemente zu definieren und auch die kann der Export mit integrieren in diese Extension, die ihr dann rausgenerieren könnt. So, das sind quasi so grundlegende Einstellungen, die sollte man sich mal angeschaut haben, beziehungsweise eigentlich auch eingeschaltet haben. Und dann kann man auch schon hingehen und sagen, wir legen ein neues Inhaltselement an. Und ich würde das jetzt in Anlehnung an den Workshop von gestern von Benji einfach mal Quote nennen. Wir haben also einmal den Titel des Elementes, wir müssen dann ein Unique Key vergeben, das ist zum Beispiel das, was wie der C-Type heißt, dann in unserem Fall auch der Quote.
Da sollte es auch vermieden werden, mit Minus zu arbeiten. Also das sollte wirklich eigentlich ein schöner kurzer Name sein, damit man das gut handeln kann. Dann haben wir noch einen Short Title. In unserem Fall ist Brot schon short genug. Und war das Zeit, oder? Beschreibung. Und hier seht ihr schon, wir haben die Möglichkeit, ein Font-Apson-Icon anzugeben. Da kann man hier so lustig durchblättern, ob da irgendwas Passendes dabei ist. Ich habe davon keine Ahnung, deswegen nehme ich einfach mal hier, das sieht doch toll aus. Und man kann auch noch angeben, welche Farbe soll dieses Icon haben. Diese Farbe wird, soweit ich das weiß, nicht mit exportiert. Das ist eine Einstellung, die berücksichtige ich nicht im Import. Dieses Icon berücksichtige ich im Port. So, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir gestern 4 Felder für das Quote. Das hat angefangen mit einem Title. Und hier gibt es schon ein vordefiniertes Title-Feld für Typo 3 Inhaltselemente. Das ist das Standard-Header-Feld. Das würde ich auch so weiterhin benutzen. Wir hatten dann ein neues Feld. Kurz überlegen, das war auf alle Fälle ein Quote-Link. Ich mache mir mal dazu kurz ein Introduction Package auf. Jetzt kommt zugute, dass ich mich mit Mars nicht so gut auskenne. Ich hab hier ein Linkfeld. Ja. Genau. Gut, Link. Dann haben wir ein Source, das war ein Textfeld. Genau. Soll ein neues Feld sein und wir haben hier unten sieht man Quote Text, das ist unser Bodyfeld, das war ein RTE-Feld, Bridge Text und hier kann ich sagen, ich möchte das Bodyfeld verwenden. So, das sind im Prinzip die 4 Bestandteile von unserem Quote, von unserem Quote Content Element, das kann ich jetzt speichern. Und ich könnte jetzt in meinem System hingehen, dafür war Mask ja ursprünglich gedacht, und könnte jetzt halt sagen, hier, ich möchte ein neues Inhaltselement anlegen. Dann habe ich hier Mask-Elemente und sehe, hier ist mein Code-Element, habe die 4 Felder, die ich definiert habe, und wenn ich da jetzt mal was reinschreibe. Dann sehe ich in meinem Frontend schon mal zumindest die Grundstruktur. Das liegt daran, dass ich hier kein Mask-Template integriert habe. Ich verschiebe das mal. Jetzt.
funktioniert super. Aber jetzt ist Mask hier auch. Beschäftigen wir uns nicht mit der Debug-Suche. Wir wollen das ja eh exportieren. Ich wollte nur zeigen, so out of the box bietet Mask eigentlich schon die Möglichkeit, so mit Drag and Drop und ein paar Felder benennen und Felder hinzufügen, haben wir die Möglichkeit, Backend Records, also das Content-Element anzulegen. Wir haben es gespeichert, also offensichtlich hat auch der SQL-Part wurde von Mask übernommen und normalerweise würde man das dann im Frontend sehen, hat jetzt hier nicht geklappt. So, aber wir wollen Mask nicht im Live-System haben, aus verschiedenen Gründen, können wir irgendwie gerne später nochmal drauf eingehen. Deswegen gibt es jetzt hier diesen dritten Reiter, den Code Export, und er zeigt mir zuerst einmal in der Übersicht an, was er eigentlich alles exportieren wollen würde. Das sind größtenteils die Sachen, die wir gestern mit Benji durchgegangen sind, also über TCA, über die SQL-Definition, bis hin zu schon einfachen vorgefertigten Fluid-Templates, die wir benutzen können. Gegenüber Mask hat der Export den Vorteil, der exportiert Language-Dateien, das heißt, wir können auch hier dann hingehen und sagen, wir wollen die Sachen auch übersetzen in verschiedene Sprachen und so weiter und so fort. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten mit dem Export. Wir können einmal sagen, installiere uns die Extension in dem System, in dem wir gerade sind, dann können wir danach hingehen und Mask Export und Mask einfach deaktivieren und mit unserem so erstellten Inhaltselement zu arbeiten. Oder wir haben die Möglichkeit, uns die Extension, die generiert werden soll, als ZIP runterzuladen und eben in einem anderen System einfach hingehen und installieren. In dem Fall habe ich kein Testsystem vorbereitet, das heißt, ich bleibe mal hier in dem System. Ich benenne die Extension nur mal T3CCR. Und jetzt kommt der erste für uns wichtige Aspekt. Wir benennen unseren Export immer mit Projektkürzel, in dem Fall halt Typo 3 kann keine Ruhe. Und dass wir sehen, dass es der Mask-Export ist, gibt es dann halt den Extension Key Mask-Export. Das Ganze einmal speichern. Dann sehen wir hier überall, wo vorher was anderes stand, wird jetzt unser Extension Key entsprechend verwendet. Und jetzt kann ich einfach hingehen und sagen, ich installiere die Extension. Dann kriege ich nochmal eine Are you really sure? Überschreibt halt, wenn die Extension schon vorhanden ist, die komplette Extension. Das ist ein Grund, warum ihr möglichst keine Änderungen machen wollt in der Extension selber, damit ihr nämlich hingehen könnt, Content-Elemente anpassen, neue hinzufügen. Manchmal gibt es auch Bugfixes vom Export, das heißt, auch da kann es ab und zu mal interessant werden, neue Sachen zu exportieren. Ich sag mal, ich bin mir sicher, die Extension gibt es gerade auch noch nicht, deswegen kann er die da ruhig anlegen. Ja. Die Fluid-Templates würden auch wieder mit den Original-Templates sozusagen überschrieben werden, genau. Ja. Deswegen ist es halt, also ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, da wirklich nichts dran zu ändern, weil, also was ich nicht einbauen wollte in den Export, ist dieses Marker-basierte, bis hierhin darfst du nicht ändern, ab hier darfst du ändern. Das geht halt bei Fluid ja auch nicht so richtig gut. Deswegen ist meine Intention eigentlich, exportiere und wenn du Änderungen brauchst an Templates, was ja offensichtlich ist, wir benutzen dafür unsere Side-Package. Also einfach eine weitere Extension, wo ihr dann eure Sachen ablegen könnt und verwalten könnt. Genau, und das will ich jetzt einfach nochmal zeigen, wie man das macht. Ich gehe mal hier in den Extension Manager, T3CCR, also ihr seht, er hat die jetzt exportiert, die wird auch in dem System als Extension erkannt, die ist automatisch installiert, weil ich mich hier in einem Non-Composer-System befinde. Im Composer-System müsst ihr noch ein bisschen was anderes machen, weil ihr da ja nicht einfach hingehen könnt, eine Extension installieren könnt. Da heißt der Knopf auch nicht Install, sondern anders, also der legt dann für euch diese Extension dahin und ihr müsst dann quasi die Extension in euren Composer-Workflow mit einbinden. Darauf gehe ich jetzt aber aus Zeitgründen erstmal nicht ein. Genau, er hat jetzt hier diese Extension angelegt, installiert und jetzt kann ich hingehen und sagen, ich
fällt das andere mal kurz ab. Gehe jetzt in meinen Seitenbaum, lege mir mal eine neue Seite an. Hier hingehen und sehe da. Auch hier habe ich jetzt unter dem Typical Page Content mein Content Element Quote und das ist halt das, was wir gerade exportiert haben. Mask ist gerade abgeschaltet, das heißt die ganzen Mask Elemente sehe ich nicht mehr. Wenn ich draufklicke, sehen wir genau das, was wir gerade auch im Mask Element gesehen haben. Ich habe halt einzelne Felder, so wie ich sie gerade in meinem Inhaltselement konfiguriert habe. Was wir uns hier mal ganz kurz anschauen können, ist, wie werden die Felder benannt. Die werden nämlich benannt mit unserem Extension Key. Also auch hier ist das ausreichend groß genug? Also was jetzt hier halt steht, ist tx-t3crr-mask-export, also den Extension Key, den ich gerade eingegeben habe, unterstrich quote-link, so wie mein Feld-Identifier war. Und an der Stelle hat er das als Tiny-Text exportiert. Das ist eine Standardkonfiguration von Mask, dass Link-Elemente Tiny-Text-Elemente. Sehen, er hat auch nur die zwei notwendigen Elemente hinzugefügt zur TT-Content, weil das Header-Feld und das Body-Feld entsprechend wieder benutzt sind in diesem Content-Element. Dann können wir uns kurz mal angucken, was alles noch generiert wurde. Also wir haben die typischen Dateien wie die EM-Cont, sonst würde die Extension nicht als Extension erkannt werden. Wir haben ein Extension-Icon, das ist default-mäßig das Icon von Mask Export selber. Und wir haben eine Ex-Local-Conf, in der verschiedene Sachen für uns konfiguriert werden. In dem Fall sind es genau zwei, nämlich die für die Experimental-Funktionalitäten. Das ist einmal die Registrierung des Quote-Icons, also des Content-Element-Icons aus dem von Awesome-Provider. Und das zweite Feature sind die Backend-Preview-Geschichten. Die kommen über einen Typo3-Hook intern. Das Gute ist, darum müsst ihr euch nicht kümmern. Das wurde mit exportiert. Müsst ihr also nicht näher wissen, was da passiert. Ihr müsst dann nur hingehen und sagen, ihr wollt halt dieses Fluid-Template anfassen, wenn es geändert werden soll. Weiterhin wird eine Klasse mit generiert, das ist die angesprochene PHP-Klasse, die sich dann darum kümmert, dass euer Fluid-Template fürs Backend entsprechend für euer Inhaltselement benutzt wird. Auch da müsst ihr eigentlich überhaupt nicht ran, weil ihr wollt ja nur Fluid-Template ändern. Konfiguration werden verschiedene Sachen exportiert. Einmal habe ich aktiviert, dass das Mask.json selber exportiert werden soll. Das liegt hier unter Configuration Mask und Mask.json. Das ist genau das, was jetzt in unserem System hier auch als Mask.json rumschwirrt, sozusagen. Das ist also komplett identisch. Weiterhin wird das PageTS für euch generiert. Einmal das, um das in den New Content Element Wizard einzufügen. Also was wir gerade gesehen haben, wenn ich ein neues Inhaltselement einfüge, landet das Element entsprechend unter dem Typical Content Element und ich kann es als Redakteur dort gleich auswählen. Zum Zweiten, muss ich selber mal kurz gucken, ist der Pfad zu den entsprechenden Backend-Templates konfiguriert. Also ich habe ja gesagt, das basiert alles auf Fluid. Fluid braucht natürlich dann auch eine entsprechende HTML-Datei. Das wird hier dann automatisch mitgeliefert. Wir haben zwei neue Felder hinzugefügt zu unserer Tabelle, zu der TT-Content-Tabelle.
Die müssen entsprechend auch im TCA konfiguriert werden. Auch hier kommt alles out of the box mit, wird entsprechend registriert, wird eingebunden. Und auch das, was wir gestern hatten, der Typ wird angelegt, die Show-Items, dieser ominöse String wird für uns generiert und wir sehen, haben wir ja gerade gesehen, im Backend automatisch dann die entsprechenden Inhaltselemente mit ihren Feldern. Und ganz wichtig, es kommt auch noch TypoScript mit, damit auch dann das Frontend-Rendering entsprechend die Inhaltselemente ausgeben kann. Das müssen wir jetzt noch manuell in unser System integrieren. Das passiert nicht automatisch und da gibt es auch mehrere Wege. Der einfachste Weg ist eben, ich gehe ins Backend und lege eine neue Template-Datei auf der Seite an und sage hier Includes und dann habe ich hier auch meine Extension, die entsprechend so heißt wie der Extension Key. Das ist so der erste Weg. Den zweiten Weg zeige ich dann gleich, wenn ich dazu komme, wie arbeitet man eigentlich mit so einem Side-Package und Mask zusammen. Ich deaktiviere das mal hier wieder. Genau, und als Ressourcen haben wir ja üblicherweise gerade gesagt, wir brauchen also Fluid und Fluid in dem Fall fürs Frontend unter Resources Private Templates und fürs Backend. Und auch hier, so wie wir das Inhaltselement benannt haben, also so wie unser Identifier ist, heißt dann auch entsprechend das Template für das Element. Nur eine kurze Seitenbemerkung, wir haben ja gestern schon mit Benji gelernt, dass es eine neue Restriktion gibt, wie man und wo man Fluid-Templates ablegt. Das heißt, das wird im Markt-Export dann auch noch auf die entsprechende neue 8er-Konfiguration, sag ich mal, angepasst, sodass hier, also sowohl im Fluid-Bereich als auch im TypoScript-Bereich, dass dort dann entsprechend die Dateien TypoScript heißen und einfach so benannt werden, wie auch der Core sie benennt, dass wir da eine gleiche Struktur haben. So, wir legen mal hier so ein Code-Element an. Ich gucke da gleich mal. Sicherheitshalber noch mal kurz reingucken. Dann haben wir hier gleich gesehen, ich habe jetzt hier meine Backend-Ausgabe mit den Werten, die ich eingestellt habe und dieser Export kommt halt mit einer vorkonfigurierten Fluid-Template und versucht so ein bisschen anhand des Feldtypen, das ich gewählt habe, so sinnvolle Sachen zu machen. Wie man sieht, ist das nicht ganz sinnvoll, weil hier zum Beispiel so P-Tags halt als P-Tags ausgegeben werden. Da gibt es auch gar nicht die Bestrebung, irgendwie out of the box fertig was vorzuzeigen, weil der Export, wir wissen alle nicht, wie das Element bei euch eigentlich aussehen soll. Das soll eher dazu dienen, um euch zu zeigen, wie ihr an die entsprechenden Variablen kommt, an die Werte kommt, die ihr da benutzen könnt. Also einfach wirklich als eine Art Vorlage, was stehen für Daten im Fluid-Template dann für euch zur Verfügung, die ihr dann wiederum sinnvoll weiterverwenden könnt. Und genauso sollte jetzt hoffentlich am Frontend auch nicht. Achso, ich habe das Template ja wieder deaktiviert. Tada! Genau, also genauso sieht es halt im Frontend aus. Es kommt halt auch ein sogenanntes Dummy-Fluid raus. Auch da wieder einfach nur, wie kommt ihr an die Werte, welche Werte werden an das Fluid-Template übergeben.
Und hier ist schon mal eine erste komplette Änderung im Vergleich zu dem normalen Benutzen von Mask und dessen Fluid-Templates zugute. Mask rendert alles nochmal über XSpace. Das heißt, wenn ihr ein Mask-Element einbindet, dann startet ihr quasi im Hintergrund einen Mask-XSpace-Controller, der wiederum die Daten aus den Datenbanken zusammen aggregiert und dann an euer Fluid-Template überreicht. Mit dem Export war ja die Bestrebung, wirklich so nah am Core zu entwickeln und die Inhaltselemente so nah wie möglich bereitzustellen. Und weil ich keine Lust hatte, irgendwie noch viel mehr PHP-Klassen mit zu exportieren und zu maintainen, kommt hier einfach ein Fluid-Template-Typ raus. Das heißt, wenn ich hier mal gucke, irgendwo müsste es Code geben, beziehungsweise T3 hier ist der Code, ist einfach ein normales Fluid-Template. Und ihr könnt jetzt hier hingehen und das Ganze noch erweitern um Variablen, um Settings. Das heißt, ihr könnt hier ganz normal mit TypoScript Sachen machen, die ihr auch für die anderen Inhaltselemente machen würdet. Also in dem Fall sind es nur die Template-Pfade, die jetzt konfiguriert sind. Wenn wir, das können wir uns vielleicht nochmal kurz anschauen, wenn wir jetzt hingehen und komplexere Inhaltselemente bauen mit Verschachtelungen, mit irre Elementen und so weiter, dann passt sich das TypoScript entsprechend an und baut für euch zum Beispiel Data-Prozessoren ein, sodass wirklich zur Fluid-Zeit so viele wie möglich Informationen für euch schon zur Verfügung stehen, die ihr dann einfach out of the box benutzen könnt. So. Aber wir wollen ja noch einen Schritt weitergehen, wir wollen ja dieses Wir wollen unseren Export jetzt ja noch schick machen und quasi so ein Fluid-Template benutzen, wie wir gestern gesehen haben, wie man einen Code richtig ausgibt. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich mir das als Vorlage schon mal hier zusammensuche. So, ich hatte gesagt, der Export, den wollen wir komplett in Ruhe lassen. Das heißt, wir legen uns jetzt hier noch eine zweite Extension an. Die nenne ich mal T30CRA Side Package. Und dann lege ich da die ext.php an. Dann nehme ich mal an, dass, ihr habt wahrscheinlich sicherlich alle schon irgendwie so Standard-Extensions, ein Side-Package oder wie auch immer, Templating-Extension, wie auch immer das genannt wird, wo ihr schon so per Default auch TypoScript reinschmeißt zum Laden. Das heißt, was ich jetzt kurz hier mal simuliere, ist so ein Configuration. Setup, was war das TypoScript? Ja, an. So, und dann haben wir noch eine. Und dann Local Con. Thank you.
nochmal den Cache weg. Inkludiere nicht Mars, sondern mein Zeitpackage. Dann wird mein Typoskript geladen. Und in meinem Zeitpackage habe ich mir hier schon vorbereitet. Und in meinem Zeitpackage, in dem Setup, gehe ich dann hin und sage, ich inkludiere T3CRA Mask Export Configuration Typoscript TS. Und das gleiche mache ich in der Constance. Nicht mit dem Setup, sondern mit der Constance. Okay. Ihr seht jetzt, also ich bin in meinem Site-Package, das ich gerade angelegt habe. Da gibt es halt eine TypoScript-Datei, die ich halt mitbringe, weil ich ja selber in meinem Site-Package was mit TypoScript mache. Das war auch das, was ich gerade an meiner Seite selber eingebunden habe. Und in diesem TypoScript sage ich jetzt halt, ich inkludiere ein anderes TypoScript, nämlich das von meinem Export, dass ich nicht immer in diesen Datenbank-Record gehen muss, um mein eigentliches Export-Typoskript hinzuzufügen, sondern immer wenn ich mein Site-Package lade, wird halt auch das Typoskript von dem Mask-Export jetzt mitgeladen. Und das habe ich einmal für dieses Setup-Typoskript gemacht und einmal dafür, dass die Konstanten auch mitgeladen werden. Das heißt, alles, was jetzt Mask an Typoskript mitbringt, wird automatisch mit meinem Site-Package geladen. Ganz wichtig, also zumindest finde ich ganz wichtig, wenn man sowas macht und halt hier diesen Extension Key konfiguriert und erwähnt, sollte das als Abhängigkeit in die XEM-Conf eingetragen werden, damit sichergestellt ist, dass dieser Extension Key quasi auch immer da ist. Hingehen, hier nochmal den Cache löschen und unser Template das mal anschauen. Dann sehe ich, hier ist mein Code-Element automatisch mit konfiguriert, weil das TypoScript halt automatisch mit eingebunden wird. Jetzt kann ich weiterhin hingehen und sagen, jetzt mache ich verschiedene Anpassungen. Ich will nämlich einmal sagen, dass dass Fluid meine Templates nicht mehr aus Mask Export selber benutzen soll, sondern ich will im Frontend mein Fluid-Template jetzt überschreiben. Und mein Fluid-Template möchte ich in meinem Side-Package anlegen, entsprechend unter Resources, Private, Templates, Content, Elements, Code, HTML. Und dazu muss ich halt sagen, meine Fluid-Templates befinden sich eben in dem Pfad. Den kopiere ich mir mal schon mal. Und dann kann ich hier reingehen in meine Constance und sagen, ich habe einmal die Konfiguration von Mask geladen. Und kann jetzt hier sagen, T3CRA Export Template Root Path ist dann nicht mehr das. Aus unserem Side-Package der Pfad zu unseren Inhaltselementen. Gesundheit. So, wenn ich jetzt hingehe, Cashback werfe und mir das Ganze jetzt hier mal im Backend angucke, sehe ich jetzt hier,
wird automatisch dadurch, dass ich die Konstante in meinem Side-Package gesetzt habe, in dem Template-Root-Path von meinem Inhaltselement das, der entsprechende Pfad gesetzt. Und wenn ich jetzt im Frontend das neu lade, sehe ich nichts, weil in meinem Template steht ja gerade noch nichts. So, und jetzt kann ich eben hingehen, also was ich zumindest dann immer mache, ist, ich sage, ich gucke mal hier rein und kopiere mir das so, weil ich dann halt weiß, wie ich Sachen anspreche. Das hat nicht geklappt mit dem Kopieren. So, in dem Fall lasse ich es erstmal wieder so, wie es war. Dann ist es auch so. Jetzt könnte ich halt hingehen und sagen, ich passe mein Template an. So, das war Schritt 1 der Geschichte. Habe ich jetzt irgendwie flexibles Fluid-Template, was ich in meinem Side-Package mitliefern kann, was ich anpassen kann, verändern kann. Und ich habe immer wieder die Möglichkeit, Mask und den Export anzuschalten, neue Sachen hinzuzufügen, wieder zu exportieren, in meinem System zu installieren, ohne dass ich irgendwie meine eigenen Templates, meine eigenen Änderungen verliere. Und ich habe den Vorteil, ich habe alles unter Versionskontrolle, weil mein Side-Package liegt ja in der Versionskontrolle mit drin. So. Das Gleiche. Ja. Genau, deswegen änderst du das ja nicht in dem Export, sondern im Side Package. Also ich habe jetzt den Export habe ich gerade nicht angefasst. Kann ich noch mal kurz zeigen? Der Export liegt hier. Ich hab mir eine Side Package, wo alle anderen Einstellungen für mein System normalerweise verwaltet werden. Die habe ich angelegt und in diesem Side Package selber habe ich gesagt, ich importiere einmal. Weg. Die erste Zeile, ja, das seht ihr jetzt genau, sage ich einmal, ich include das Template, was der Export mitbringt, also einmal die Konstanten, und ich habe in diesem Side-Package in den Konstanten gesagt, ich setze den Template-Pfad auf ein Template-Pfad in meiner Side-Extension, in meinem Side-Package. Und das Gleiche, ja, deswegen bin ich ja hier und erzähle das, damit das eben dann, also damit man den Export, da will ich einfach drauf raus, der Export, den fässt man nicht an. Alles, was da liegt, kann da und sollte da so liegen bleiben, und deine Einstellungen, deine Anpassungen, alles, was du an deinen Elementen verändern willst oder musst, passiert dann in einer Side-Package-Extension oder wie auch immer man das nennen will, in einer Third-Party-Extension sozusagen. Genau, und das Gleiche machst du halt in dem Setup, nur um da nochmal kurz das abzuschließen, weil damit du sicher bist, dass halt auch das Setup vom Export integriert wird, inkludierst du das in deinem Side-Package. Und irgendwann musst du halt an die Datenbank, also irgendwann musst du ja diesen Template-Record hin, und da steht, steht normalerweise, zumindest bei uns, wirklich nur Include Side-Package. Und das Side-Package sorgt dafür, dass Fluid-Style-Content integriert wird, dass andere, also News integriert wird, und alles machen wir eigentlich in diesen Typoskripten im Side-Package. Und da habe ich eben jetzt auch den Export eingefügt, sodass da alles geladen wird, sobald das Side-Package geladen ist. Genau, lass mich kurz schmulen, was ich noch zeigen wollte. Wollen wir dann noch kurz fragen, also ich habe gehört, so der ein oder andere hatte noch Fragen, wollen wir das kurz durchgehen und besprechen? Die Extension ist dafür gedacht, dass wenn du Änderungen in diesem Mask-Backend-Modul machst, oder also wenn du Änderungen in dem Export machst, dass du den einfach überschreiben kannst. Das heißt, du kannst, also wir könnten jetzt halt hingehen, Mask wieder aktivieren,
ein neues Element anlegen oder irgendwie Felder noch für unser Code hinzufügen, weil wir da gemerkt haben, wir brauchen noch was. Und dann einfach einen neuen Export generieren. Der Export wird überschrieben, da werden die neuen Felder hinzugefügt, TCA wird neu geschrieben, neues Fluid-Template wird erstellt und hinzugefügt. Und wir können aber hingehen und unser Quote-Element sieht immer noch so aus, wie es jetzt aussieht, weil das Template halt aus unserem Side-Package kommt und wir alles, was wir konfiguriert haben, in dem Side-Package konfiguriert haben. Also wir würden jetzt zum Beispiel, ich habe es gesehen ganz kurz, wir würden jetzt zum Beispiel auch hingehen, wenn wir sagen, wir brauchen noch TCA-Anpassungen, weil Mars bietet ja lange nicht alle die Einstellungen, die man im TCA wirklich vornehmen kann, würdest du halt hingehen, im Side-Package auch wieder und sagen, legst halt hier eine TT-Content over, also TT-Content.php an und überschreibst dann eben hier drin das TCA von deinem Feld und fügst, keine Ahnung, Wizards hinzu, Evil-Funktionen hinzu, irgendwelche anderen TCA-Einstellungen, die dir einfach Mask nicht bietet, die da nicht eingestellt werden können, die du brauchst. Oder du überschreibst nochmal komplett das Show-Item, weil du vielleicht Reiter gar nicht haben willst. Du willst Felder nicht haben, also vielleicht soll dein Element keinen Start- und Stopp-Zeitpunkt haben können. Oder du willst es für den Backend-User noch weiter vereinfachen. Dann gehst du eben in die Side-Package-Extension und konfigurierst da alles. Und das, diese Einstellungen bleiben bei jedem Export dann erhalten. Ja, habe ich, aber noch nicht öffentlich. Wir sind, genau, wir warten mal ab, was Mathis gleich für die Neuen verspricht. Also es gibt Bestrebungen, weil Typo 3 als Produkt eben auch einsieht, dass wir so einen Content Wizard eigentlich von Hause aus mitliefern müssen. Also irgendwas wird es da geben. Wir wissen noch nicht, an welchem Rahmen. Ja. Ansonsten, also wenn ihr jetzt anfangt, das zu benutzen, vielleicht auch nochmal umstellen, zu überlegen, dass die Änderungen da halt dann wieder rausgezogen werden aus dem Export und in die Side Package reingezogen werden. Wenn ihr da auf Probleme stößt oder Fragen habt, auch im Umgang mit dem Export oder Verbesserungen und Ideen habt, es gibt auf Slack einen separaten Mask-Channel, den lese ich fast täglich und versuche da auch so weit wie möglich zu helfen. Also wenn ihr halt irgendwie auf Probleme stößt, Fragen habt, dann meldet euch einfach. Also ich persönlich bin da ganz guter Dinge, dass es ziemlich sinnvoll ist. Dann jetzt fertig.